Eindrucksvoll und abwechslungsreich, so lockt das Fünf-Seen-Filmfestival Kinoliebhaber ab nächster Woche in die Starnberger Umgebung. Aber das Filmfest hat ein großes Problem. Offizielle Förderung wird meist nur für das Folgejahr vergeben. Planungssicherheit, Fehlanzeige. Ich würde mir wünschen, dass vor allem die hiesigen, die regionalen Förderer einfach ein Commitment eingehen für die nächsten 3 Jahre, um damit eine Sicherheit zu geben, dass das Festival weiter existieren kann. Denn geboten ist einiges. Internationale Filme von ernst bis lustig, jung und alt. Manche Filme feiern sogar ihre Deutschlandpremiere, wie die Komödie 80+. Aber jetzt werden sie uns suchen. Die kennen unser Auto und unser Kennzeichen. Und was machen wir jetzt? Wir wechseln den Wagen. Schauen Sie keine Krimis? Die Rentnerinnen Toni und Helene wagen einen Roadtrip durch Österreich Richtung Schweiz. Gedreht wurde auch in Bayern. Themen wie Freundschaft, Familie, aber auch der Tod spielen dabei eine Rolle. Konfrontation mit solchen Emotionen gibt's nur an einem Filmfest, findet der bayerische Regisseur und Ehrengast des Festivals, Hans Steinbichler. Nur ein Filmfestival ist in der Lage, die Welt in einen Ort zu tragen, der aber nicht über Sender oder Nachrichten kommt, sondern über einen Ort, wo man sich trifft. Und dafür sind Filmfestivals einfach unverzichtbar. Wer jetzt Lust auf Film bekommen hat und gleichzeitig das Festival unterstützen möchte, der kann vom 3. bis 12. September zum Fünf-Seen-Filmfestival kommen.